Auf der Kettwiger Straße in Essen steht die Lichtburg. Das wohl schönste Kino unserer Republik. Viele Deutschlandpremieren der neuen Spielfilme werden hier gefeiert. Und hier an der Lichtburg hat sich ein Kreis von Filmemachern formiert, der sich Netzwerk Film nennt und sich aus unterschiedlichsten Teilnehmern zusammensetzt. Regelrechte Profis, sogenannte Semi-Profis, aber auch Hobbyisten sind vertreten. Diese Gruppe hat sich selbst für das Jahr 2017 eine besonders spannende Aufgabe gestellt. Im Rahmen eines Projektes mit dem Namen Mein Essen sind alle Essener Bürger aufgerufen, Videoaufnahmen von ihrer Stadt einzureichen. Die Gruppe Netzwerk Film wird daraus dann einen kinotauglichen Film produzieren, der im Rahmen einer großen Premiere in einem der Essener Programmkinos aufgeführt wird. Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen ist Schirmherr des Projektes und wird bei der Premiere anwesend sein. Die Teilnehmer des Projektes sind schon jetzt sehr gespannt, welche Resonanz der Aufruf zur Filmeinreichung haben wird. In Bezug auf welche Aspekte ist die Vorfreude schon besonders groß? Also auf jeden Fall ist es so, dass wir sehr daran interessiert sind, das Leben der Menschen in Essen einzufangen. Also wir wollen nicht in erster Linie Zeche Zollverein, Baldeneysee, Villa Hügel sehen, sondern was wir sehen wollen ist Arbeitszimmer, Küche, Arbeitsplatz, Vereinsheim, Kneipe, Krankenhaus, Kindergarten, all das, wo Menschen miteinander in Interaktion sind und wo richtig was passiert und wo auch tatsächlich das Wesen der Essener Bürger zum Ausdruck kommt. Marianne Menze, die Chefin der Lichtburg und Vorsitzende des Vereins für Filmkunst und Kinokultur e.V., weist ebenfalls auf den besonderen Schwerpunkt des geplanten Endproduktes hin. Für mich ist das Besondere, was diese Stadt ausmacht, die Menschen. Dieser Menschenschlag, der hier lebt, und zwar aus, ich weiß nicht, wie vielen Nationen zusammengesetzt ist, jetzt aktuell, aber auch schon in der Vergangenheit immer ein Schmelztiegel von Kulturen, von Menschenschlägen war, das hat die Landschaft hier oder die Region geprägt. Und das finde ich sehr spannend, da mal zu hören, was haben die für Geschichten zu erzählen? Was ist das Besondere für die? Ist es jetzt irgendwas, der Sportverein, ist es irgendwie die Großmutter, die tolle Geschichten zu erzählen hat? Ist es irgendwo ein Mensch, der im Stillen ganz tolle Sachen macht, kreativ ist oder sozial tätig ist, der aber nie irgendwo groß herausgestellt wird? Und danach zu suchen und zu gucken, was macht das eigentlich so besonders hier, diese Menschen, das fände ich sehr spannend. Um das Projekt bekannt zu machen, wurde ein kleiner Werbeclip gedreht, der zurzeit in den Programmkinos gezeigt wird. Und er sieht so aus. Weißt du eigentlich, dass ich hier das allererste Mal rumgeknutscht habe? Ja. So richtig mit Zunge und so. Wo hatten Sie Ihren ersten Kuss? Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die Stadt Essen denken? Schnappen Sie sich Ihre Videokamera oder Ihr Handy und zeigen Sie uns, was Essen für Sie persönlich zu etwas Besonderem macht. Dabei ist alles erlaubt, ob modern oder altertümlich, schwärmerisch oder kritisch, Berichte über Freunde oder schräge Typen. Reichen Sie jetzt bis zum 30. September 2017 Ihr Video ein und erleben Sie Ihren Essen-Film auf großer Leinwand. Teilnahmemöglichkeiten und weitere Informationen finden Sie unter www.netzwerk-film.eu. Mit wem denn eigentlich? Mit Leon. Also, liebe Essener, schnappt euch die Kamera, kommt runter vom Sofa, filmt, was euch wichtig ist und schickt es an netzwerk-film.eu. Und dann sehen wir uns bei der Premiere. Für mich ist es die schönste Stadt von der ganzen Welt.